Ärzte sind Sadisten. Sag ich euch, ja. Ich sag euch, warum ich das glaube. Also erstmal anderen Leuten in die Fresse zu gucken, da rumzufummeln, da muss ich. Ja. Aber wie der Zahnarztbesuch aufgebaut ist, das ist schon mal so eine Sache, nicht wahr? Also du kommst erstmal, kommst du rein und es riecht dieser klinisch antiseptische Geruch. Da fängst du schon mal an, also als Kind. So, da sitzt du da im Wartezimmer mit den 10 anderen Kindern, die gucken dich an. Ich hab Angst, ich hab auch Angst. Da hörst du diese Bohrgeräusche. Ab und zu mal so ein Da wird dein Name aufgerufen. So, kommst du ins Behandlungszimmer und dann darfst du erstmal alleine Angst haben, ja? Mit den anderen 10 Kindern kannst du wenigstens die Angst teilen, so Händchen. Ja, aber dann sitzt du da ganz alleine und dann guckst du diese ganzen Instrumente an. Nach 20 Minuten bist du weichgespült. Da kommt der Zahnarzt rein. Ich erkenne, tut mir leid, wenn ich das nicht will. So, dann fängt er an mit diesen ganzen Gegenständen, mit dieser Sonde oder was auch immer das ist und fängt dann in deinem Gebiss da rum zu fummeln. Und da hackt er da drauf rum und schaut, ob die Zähne fest sind. Und wenn sie fest sind, dann tut er so lange, bis irgendwas nicht fest ist. Oder was fummelt der denn? Der haut da die Löcher selber rein. Da ist er, ich glaube, ich muss gebohrt werden. Und dann macht er da, fummelt er an deinem Gebiss rum und fängt plötzlich an, Lateinisch zu labern. Was soll denn der Scheiß? Warum kann er nicht Deutsch mit dir reden? Da kann er sagen, also ich glaube, da müssen wir nochmal schauen, was da. Nein, links Palästinal, 5, 2, 3, F, R2D, 2, 3, CPO, was soll der Scheiß? Kann er nicht normal mit mir Deutsch reden? Nein, Moment. Ja, der ist fest. Ja, der ist fest. Eben hat er noch fest. Sag euch, da sitzt er da und dann fängt er an, da rumzu. Ich hasse Zahnschmerz. Ich bin jetzt kein Weichei. Ohne, ich bin kein. Also ich bin jetzt nicht so. Wenn ich jetzt Fußball spiele und ich hau jemanden vor das Schienbein und mein Zeh tut weh, dann braucht der Schmerz erstmal eine Runde, bis er da oben am Hirn ankommt. Verstehst du? Der wandert. Du kannst dich auf den Schmerz psychologisch vorbereiten. Du kannst, ach du Scheiße, da kommt der Schmerz. Na, nur aufpassen. Da kommt der Schmerz, da kommt da hin, alles klar. Stopp, der Schmerz kommt. Ah! Der verliert auch ein bisschen an Intensität, aber Zahnschmerzen gehen sofort. Ich hasse das. Und dann müssen die auch Zähne gezogen. Ich hasse das. Ich meine, hat die einer von euch schon mal einen Weisheitszahn ziehen lassen müssen? Bestimmt. Hier sind einige dabei, die mussten sich schon mal Weisheitszahn. Das ist ja das, was Schlimmeres gibt es ja wohl nicht beim Zahnarzt zu erleben, oder? Das ist ja schlimmer als Bohren. Ja? Ist jetzt, ein Weisheitszahn ist ganz ätzend. Ja? Normalerweise, wenn du dir einen Zahn ziehen lassen musst, ist der wurzelbehandelt oder verfault. Und dann leistet auch keinen Widerstand mehr, der Zahn. Der weiß selber, dass er raus muss. Also der steht da und sagt, das hat keinen Zweck mehr, ich muss hier raus. Ich sehe scheiße aus, ich stinke nur rum. Die anderen Zähne hänseln mich, komm, nimm mich raus hier, komm, erlöse mich. Pum. Draußen, kein Widerstand. Weisheitszahn ist anders. Der ist gesund. Und der weiß das auch. Der bleibt da. Ich bin gesund. Der musste mir vor 4, 5 Jahren Weisheitszahn gezogen werden. Da kam der Zahnarzt mit seiner Zange an, hat so am Zahn angesetzt. Da sagte mein Zahn, du kommst ja nicht rein. Du musst aber raus da. Aber ich bin gesund. Ja, aber es ist kein Platz mehr da drin. Nur noch eine von der Aschlöcher da vorne. Ich bleib hier. Ich bleib hier. Du musst aber raus. Nein. Bleib hier. Das ist dem Zahnarzt egal, er setzt du mit der Zange an und wendet so ein physisches Hebegesetz an. Von hinten links rechts! Von hinten links rechts! Mein Zahn von hinten links rechts! Ich bleib hier! Von hinten links rechts! Mein ganzer Kopf von hinten links rechts! Von hinten, die ganze Praxis von hinten links rechts! 10 Minuten hat er meinem Zahn von hinten links rechts! Ich dachte am Schluss kommt mein ganzer Schädel mit raus. Den braucht er sowieso nicht mehr. Mein Gott, ich hasse es, also ich meine, zum Zahnarzt zu gehen. Ich sag euch eins, ja, ohne Spritze bedrehe ich noch nicht mal die Praxis. Die sehen nur so einen Kopf in der Tür. Ich brauche eine Spritze! Jetzt kommen Sie erstmal rein, Herr Jana. Ich brauche eine Spritze, ich mach den Mund nicht auf. Der einzige Nachteil von Spritzen ist, dass du nachher laberst wie Sylvester Stallone. Vielen Dank für die Spritze, danke schön. Bis zum nächsten Mal, danke schön. Adrian! Also
Also ich merke das schon, wie der Körper sich so langsam verändert, nicht wahr? Egal, was das bedeutet, ob es jetzt die Haare sind oder ob das... Wisst ihr, was ich ganz oft gefragt werde? Herr Jana, warum greifen sich viele junge Türken immer in den Schritt? Ja, ich gebe zu, ich mache sehr viele Gags über Sackchecken, okay? Das ist ein Thema... Sackchecken? Also, was sagt ihr denn in Stuttgart hier dazu? Was? Säckli checken? Säckli? Säckele! Stimmt, Säckli wäre Schweizerdeutsch, nicht wahr? Wir machen Säckli-Checken, oder? Runter Seite rüber, runter Gegenräder rüber. Wir kommen hier direkt. Runter Gegenräder. Säckele checken. Oder sagt er, dass wir checken irgendwas anderes? Säckele. Gut. Also ihr in Stuttgart macht Säckele checken. Und wisst ihr, dass das jeder macht? Und viele Frauen, also viele Mädels, die schicken mir E-Mails und sagen, Kaya, was ist denn so toll daran, wenn man sich ständig in den Schritt hält? Hä? Ist das so toll? Ich versuche das mal jetzt aufzuklären, warum wir Männer das machen. Das machen alle Männer. Okay? Ob das jetzt zugibt oder nicht, ist mir egal, aber wir machen das alle. Jeder von uns macht mal kurz, wir müssen das machen. Wir sind Männer. Okay? Ich versuche euch Frauen mal zu erklären, warum wir das machen. Das ist gar nicht so einfach. Du musst einen Sack haben, das zu verstehen. Das ist wirklich ganz... Die Männer lachen jetzt, die Männer so. Pass auf. So. Also es gibt verschiedene Gründe, warum wir, also es gibt auch verschiedene Altersstufen. Guck mal, wenn du so in der Pubertät bist, so 12, 13, da fängst du an mit dem Sackchecken. Warum? Du hast es ja gerade entdeckt. Du bist so 12, 13, weißt du, und so, hey! Fängst du an, da immer noch so, da fängst du an so zu checken, weil du den gerade entdeckt hast. Da siehst du viele Jugendliche, die so Sackchecken machen. Guck mal da, ich hab da was. Dann bist du so Mitte 20, du hast schon viel Spaß mit deinem Säckele gehabt. Und dann checkst du noch, ob der noch da ist. Ist noch da, ist noch da. Ist noch da. Ich dachte, der war weg. Der ist noch da. Alles klar. Ich dachte, mein Leben hat keinen Sinn mehr. So, und dann kommst du in mein Alter. So 30, 35, da wird das Ganze zur Last. Dann macht das keinen Spaß mehr. Ja, ihr Frauen guckt mich unglaublich an, aber ich sag euch, ihr habt's richtig gut. Ihr habt's richtig gut. Weil ihr steht morgens auf, dann duscht ihr euch, dann zieht ihr euch einen Slip an. Oder auch nicht. Moment, lass uns anständig bleiben heute Abend. Nein, Moment, keine Sauerei. Moment. Platz mehr da drin. Nimm doch eine von der Aschenische da vorne. Ich bleib hier. Ich bleib hier. Du musst aber raus. Nein. Ich bleib hier. Das ist dem Zahnarzt egal. Er setzt du mit der Zange an und wendet so ein physisches Hebegesetz an. Vorne, hinten, links, rechts. Vorne, hinten, links, rechts. Mein Zahn, vorne, hinten, links, rechts. Ich bleib hier. Vorne, hinten, links, rechts. Mein ganzer Kopf, vorne, hinten, links, rechts. Vorne, hinten, die ganze Praxis. Vorne, hinten, links, rechts. 10 Minuten hat er meinem Zahn. Vorne, hinten, links, rechts. Ich dachte, am Schluss kommt mein ganzer Schädel mit raus. Den braucht er sowieso nicht mehr. Mein Gott, ich hasse es, also ich meine, zum Zahnarzt zu gehen. Ich sag euch eins, ja, ohne Spritze betrete ich noch nicht mal die Praxis. Die sehen nur so einen Kopf in der Tür. Ich brauche eine Spritze. Jetzt kommen Sie erstmal rein, Herr Jana. Ich brauche eine Spritze, ich mach den Mund nicht auf. Der einzige von Nachteil von Spritzen ist, dass du nachher laberst wie Sylvester Stallone. Vielen Dank für die Spritze, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, Dankeschön. Adrian! Also ich merke das schon, wie der Körper sich so langsam verändert, nicht wahr? Egal, was das bedeutet, ob es jetzt die Haare sind oder ob das... wisst ihr, was ich ganz oft gefragt werde? Herr Jana, warum greifen sich viele junge Türken immer in den Schritt? Ja, ich gebe zu, ich mache sehr viele Gags über Sackchecken, okay? Das ist ein Thema... Sackchecken? Also, was sagt ihr denn in Stuttgart hier dazu? Was? Säckli-Checken? Säckli. Säckele. Stimmt, Säckli wäre Schweizerdeutsch, nicht wahr? Wir machen Säckli-Checken, oder? Runter Seite rüber, runter Gegenräder rüber.
Der Hundekäteri, der Hundekäteri. Säckele checken. Oder sagt er, dass wir checken irgendwas anderes? Säckele. Säckele. Gut. Also ihr in Stuttgart macht Säckele checken. Und wisst ihr, dass das jeder macht? Und viele Frauen, also viele Mädels, die schicken mir E-Mails und sagen, Kaya, was ist denn so toll?